Dank für die Einführung, lieber Ingolf Ebel. Ja, das Thema, was uns jetzt beschäftigt, wird, Herr Ebel sagte es ja schon, nicht sein, dass wir hier feststellen, dass wir überhaupt keine Rechtssicherheit haben und alles in einem Unklaren sich befindet. Dem ist leider so, aber ich möchte hier zwei rechtsverbindliche Urteile vorstellen, auf die wir uns berufen können und die leider viel zu wenig bekannt sind. Und das ist auch die Vorarbeit für den folgenden Vortrag von Hartmut Kleen, der sich ja auch vorwiegend mit dem Thema künstliche Zufuhr von Nahrung und Flüssigkeit befasst und natürlich auch mit dem Thema Sterbefasten. Das empfinden wir also als ein Ausweg aus dieser Bredouille, in die wir hier unter anderem durch dieses Gesetz, Paragraph 217, Entschuldigung, aus dem Jahre 215 ja gekommen sind. Das wurde ja im Film wirklich eindrücklich dargelegt. Also, ich werde Ihnen hier die Rechtslage vorstellen zur künstlichen Zufuhr von Nahrung und Flüssigkeit und natürlich die Unterlassung, darum geht es mir, und zwar die Unterlassung oder der Verzicht, durchaus mit dem Ergebnis dann zu sterben. Die beiden Fragen, die sich hier stellen, ist zum einen, wann darf und soll die künstliche Zufuhr von Nahrung und Flüssigkeit unterlassen werden und zum anderen auch, wann muss darauf verzichtet werden. Das ist nämlich eine ganz neue Rechtslage, die wir seit Dezember 2017 erst haben und leider ziemlich unbekannt ist. Die Frage, die sich zunächst stellt bei dem Thema ist, ist der Patient akut willensfähig, ja oder nein? Also wenn diese Frage mit Ja beantwortet wird, kann natürlich jeder willensfähige Mensch, unabhängig von der Situation, in der er sich befindet, jegliche Maßnahme ablehnen. Wir haben dann den Sonderfall, da geht es um das Sterbefasten, dass das natürlich auch eine suizidale Absicht passieren kann. Darüber wird Hartmut Kleen Ihnen nachher aus physiologischer und ärztlicher Sicht mehr erzählen. Und da haben wir ein ganz blödes Problem jetzt auf einmal auch durch diesen Paragraphen 217, dass nämlich dieses Unterlassen von, wenn ich also selber verzichte auf Nahrung und Flüssigkeit, in frei willensfähiger Absicht, mein Leben ein Ende zu setzen, gilt das rein juristisch zwar als eine Sonderform, aber auch als eine Form des Suizides, sodass dieses Phänomen dann leider auch mit in den Windschatten des Paragraphen 217 gerät. Die zweite, der Unterpunkt hier beim willensfähigen Patienten ist, dass jemand krankheitsbedingt nicht mehr essen kann oder nicht mehr will. Dann der zweite große Punkt, nein, der Patient ist nicht mehr willensfähig oder auch nicht mehr ansprechbar. Da ist die Entscheidungsgrundlage über den Verzicht beim allerdings unfähigen Patienten, ob die Maßnahme noch indiziert ist, also dieser Begriff indiziert, ärztlich indiziert, Indikation spielt hier eine ganz große Rolle, jetzt auch im Folgenden, was ich Ihnen erzähle. Und da geht es darum, wie das also ärztlich bewertet wird, ob eine Maßnahme noch sinnvoll ist. Okay, und ob der Patientenwille natürlich noch eventuell doch ermittelbar ist. So. Ich beziehe mich jetzt im Folgenden nur auf die Situation des allerdings unfähigen Patienten, weil da haben wir natürlich die ganz großen Entscheidungsprobleme. Es geht um die Unterlassung, den Beginn oder die Fortführung ärztlicher Maßnahmen, also auch um die Fortführung. Das ist ganz wichtig. Früher hieß es ja immer einmal, an der PEG-Sonde zur künstlichen Ernährung angeschlossen, immer, und die bekommt man nicht mehr weg. Dem ist seit 2010 durch ein Urteil nicht mehr so, also die Fortführung der künstlichen Ernährung bedarf genauso der Einwilligung und der Überprüfung der Indikation wie auch der Beginn. Das wissen viele noch nicht. Und wo steht das? Das ist im Paragraphen 1901b Absatz 1 im bürgerlichen Gesetzbuch tatsächlich wörtlich nachzulesen, was dann passieren soll, nämlich, ich zitiere,
Der behandelnde Arzt prüft, welche ärztliche Maßnahmen im Hinblick auf den Gesamtzustand und die Prognose des Patienten noch indiziert ist. Okay, alle Seite rüber, muss ich jetzt sparen. Es gibt also in dem Entscheidungsprozess, und der ist natürlich nicht einfach, das ist kein Spaziergang bei jemandem, der künstlich ernährt wird und Flüssigkeitszufuhr bekommt, dieses abzustellen, wo man dann weiß, dass er stirbt. Das brauche ich Ihnen wahrscheinlich nicht näher zu erläutern. Also in diesem schwierigen Entscheidungsprozess stehen jetzt zwei Kriterien miteinander im Verhältnis. Und zwar einmal, wie gesagt, die vom Arzt zu prüfende Indikation, ob die Maßnahme im Hinblick auf Gesamtzustand und Besserungsaussichten, ganz wichtig, überhaupt noch sinnvoll ist oder sind. Und dann unter Umständen ein vom Betreuer oder Bevollmächtigten zu ermittelnder, eventuell mutmaßlicher Wille des Betroffenen. Wenn man also in irgendeiner Form mit jemandem, der schon nicht mehr voll einwilligungsfähig ist, aber doch noch in Kommunikation treten kann. Betreuer im gesetzlichen Sinne und der vorher vom Betroffenen bevollmächtigte Gesundheitsbevollmächtigte sind gleichrangig. Übrigens, ja. Und man kann auch als Oberbegriff sagen Patientenanwalt oder Patientenvertreter. Also ich sagte schon, der Abbruch einer schon jahrelang künstlichen Ernährung unterliegt genau den gleichen Kriterien wie das Unterlassen oder gar nicht erst in Gang setzen. Jetzt sehen Sie hier die Patientin, die sozusagen Rechtsgeschichte geschrieben hat. Frau Erika Kühlmer, dort 78-jährig, die durch jahrelange künstliche Ernährung am Leben erhalten wurde, 5 Jahre lang. Man sieht sie hier, wenn Sie genau sehen, mit dem amputierten Arm. Natürlich werden dann in dem Zustand auch alle Zähne längs gezogen. Und dieser Fall sorgte für ein wegbereitendes Urteil in einem Pilotprozess, angestrengt durch den Rechtsanwalt Wolfgang Putz. Wolfgang Putz, der Medizinrechtler und Ethiker, ist jemand, dem wir sehr, sehr viel zu verdanken haben. Erika, können wir noch unbedingt sagen, worum es da eigentlich geht? Unter dem Stichwort, dass die Tochter den Schlauch einer künstlichen Ernährung durchgeschnitten hat, ging dieser Fall also vor vielen Jahren durch die Presse und auch durch die Medien. Und Wolfgang Putz hat dann 2010 vom Bundesgerichtshof das Urteil erwirken können, dass das rechtens war. Und seitdem besteht also vom Bundesgerichtshof, das ist ja sozusagen oberste Rechtsprechung, daran haben sich dann auch die Landesgerichte und Oberlandesgerichte zu halten, besteht jetzt Klarheit darüber, dass ein aktives Tun, wie es ja das Unterlassen oder das Durchschneiden in dem Fall eines Schlauches darstellt, nicht etwa aktive Sterbehilfe ist, sondern als passive Unterlassung dort durchgeführt werden durfte. Hier geht es also um durfte, weil die Tochter wurde nämlich angeklagt wegen aktiver Sterbehilfe bei ihrer Mutter. So, jetzt kommen wir zum zweiten Pilotprozess, auch initiiert und erfolgreich durchgeführt von Rechtsanwalt Putz. Gegen den Arzt Dr. W., diesmal gegen einen Arzt tatsächlich. Der Fall ist folgender. Der völlig gelähmte und versteift und schwerst demente Heinrich S. konnte sich seit Jahren allenfalls durch Stöhnen noch mitteilen. Also es war vollkommen unmöglich, da eine Willensermittlung irgendeiner Art durchzuführen. Und es lag auch keine Patientenverfügung vor. Jetzt könnte man sagen, naja, ohne Patientenverfügung wird ja da wohl nicht die künstliche Ernährung abzustellen, nein. Doch, dem ist doch so. Der Arzt hätte dieses nämlich machen müssen, ich sage auch gleich noch unter welchen Umständen, und wurde tatsächlich zur Zahlung von Schmerzensgeld verurteilt, zu zahlen an den Sohn und Erben des inzwischen dann verstorbenen Heinrich S. Und der Grund war unzumutbare Leidensverlängerung. Im Einzelnen laut Urteil, also es geht um das Beenden müssen einer sinnlosen Lebensverlängerung trotz fehlender Patientenverfügung. Ich gebe hier nur die Stichworte nochmal an. Aus dem Urteil wörtlich übernommen. Ein bisschen lauter. Aus dem Urteil, danke.
würde ich übernommen, unzumutbare Verlängerung schwersten unheilbaren Leidens, Pflichtverletzung eines Vertrages, in dem Fall eines Behandlungsvertrages, Fehlen jeglicher Indikation im nicht mehr besserungsfähigen Zustand des gelähmten und schwerstleidenden Patienten, Behandlungsfehler, da Versuche zur Ermittlung des Patientenwillens unterblieben und es gab eben kein Therapieziel mehr und in diesem Fall gibt es keine Indikation. Und ich hatte Ihnen ja eingangs den Paragraphen aus dem BGH, aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch vorgelesen, ohne Indikation war also diese Fortführung, jahrelange Fortführung am Lebenbehalten, nicht rechtens, der Arzt wurde zu Schmerzensgeld verurteilt. Was bedeutet jetzt dieses Urteil von 2017? Es ist kaum in der Presse meines Wissens nach großartig verbreitet worden und doch so wichtig. Also wie hätte jetzt der Arzt handeln müssen, oder wenn Sie mal in so einer Situation sein sollten, wie können Sie dem Pflegeheim oder den Ärzten gegenüber sagen, wie man es denn machen muss? Also in diesem Fall hätte der behandelnde Arzt Dr. W. prüfen müssen, ob die ärztliche Maßnahme bei seinem Patienten Harnisch es noch indiziert ist. Und dieses hatte der Arzt ja selber verneint, und zwar im Hinblick auf den Gesamtzustand und die Prognose des Patienten. Also das ist jetzt alles ohne, dass der Patientenwille hier überhaupt eine Rolle spielte, weil er ja gar nicht bekannt war oder zumindest nicht dokumentiert war. Dann hätte er aufgrund dieses seines Befundes der unzumutbaren Leidensverlängerung von sich aus mit dem bestellten Betreuer, der Herr Heinrich S. hatte nämlich einen Betreuer, sein Sohn lebte auch weit entfernt, deshalb gab es diesen amtlich bestellten Betreuer, mit diesem hätte er diesen Befund erörtern müssen und ihm sagen müssen, dass hier keine Indikation mehr vorliegt. Weiterhin heißt es ja im Paragraphen 19.1 BGB, dass dann Angehörige, soweit das möglich ist, einzubeziehen sind. Sprich, man hätte jetzt hier den Sohn von Heinrich S. einbeziehen müssen. Der hatte nämlich schon jahrelang versucht, von sich aus das Sterbenlassen seines Vaters zu ermöglichen. Also der hätte da durchaus positiv dann mitgewirkt an der Entscheidung eines Abbruchs. Und schließlich nur, wenn in diesen Gesprächsverläufen zwischen Betreuer und Arzt keine Einigung erzielt werden kann, hätte man ärztlicherseits dann oder auch vom Pflegeheim, von wem auch immer, das Betreuungsgericht einschalten müssen. In der Regel passiert das aber nicht, weil die Autorität des Arztes ja in aller Regel hinreichend ist. Wenn der Arzt sagt, es ist nichts mehr zu machen, dann wird ihm ja in der Regel auch Folge geleistet. So, das ist meine letzte Folie. Man sieht hier noch den alten ehemaligen Bundesminister Gröhe, dem er ja das Gesetz, haben Sie ja im Film gesehen, maßgeblich zu verdanken hat, bei einer Veranstaltung Menschenwürdige Pflege, jetzt und überall. Und das Pflegethema ist auch eins, was den Hartmut Kleen sehr bewegt. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.